Hallo, hier ist Vianvoy. Ich habe mir ein Display Primal Origin gekauft, das aktuellste Set. Der Kanalbetreiber hat keins, also öffne ich das heute alleine. Mal gucken, was wir ziehen. Interessante Karten wären Medolce Angeli, Rangsteigerungszauber der 7., dann der Prime Photon Dragon, welcher des Covermonsters, oder die neuen Artefakte. Jetzt. So, ich nehme dann erstmal die rechte Seite raus und schiebe das zur Seite und dann gucken wir mal. Antike Antriebskiste, Evo Singularität, das ist eine gute Common, die lege ich mal beiseite. Letzter Konter, Artefakt Aegis, Morgenrötenritter und Artefakt Moral Tag oder Moral Tag. Das ist schon eine der besseren Supers. Und dann hier noch die Rare beiseite. 100-füßiger Schrecken, Auftauchen zweier Drachen und der tolle Bolzenpinguin. Geistertrick Nacht, Diamantenkern von Quaki Mairu, unermüdlicher Boxer, Schutzschild, galaktische Wohltäterin, Geistertrick, süßer Boss. Der Name ist so komisch, hätten sie es nicht einfach lassen können. Gimmick Marionette, Destroy, Galaxie, Spiegelweiser, Schrottfabrik, auch eine gute Kamen und Bolzenpinguin. Na. Und die Band spielt einfach weiter. Silvanischer Lotus, Schiffer, galaktische Wohltäterin, ZW, Sleipnir Rüstung, Gladiatorengeheuer Augustus, Nummer 42 Galaxie Tomahawk, Artefakt Failnaut, Bujintervation, Bujintervention, so, Umkehrbrecher. Blizzard Donnervogel, ZS, Weiser des Verschwindens. Ivo Singularität nochmal, Galaxiedrache, Fallenstellerin Dionel, Bujin-Störung, entfesselte Artefakte, Schattenhorrorgeist und Silvanische Wasserrutsche. Artefakt Bigaltag, Artefakt Aegis, Geistertricknacht, Heliosphärendrache, Thunderschöne Prinzessin, okay. Sieht sehr merkwürdig aus. Artefakt Failnaut, Nummer 42, Galaxie Tomahawk, Starhai. Unermüdlicher Boxer, Riesenverband. Bis jetzt ja nicht so viele Holos, aber das ändert sich bestimmt. Geistertrickparade, Artefakt Labris, Shogi-Ritter, Thron von Don 1000. Sieht ja verdächtig nach einer Holo aus. Bujingi Sinew, auch. Na gut, fast alle Ultras sind gut. Ja. Silvanische Engelsspross, Silvanische Wasserrutsche, Nein Pinguin, Geistertrick Puppe. Nummer 43, Manipulator der Seelen, Phantomkönig Hydride, unermüdlicher Boxer Schutzschild, Silvanischer Lotusschiffer, Exis Universum. Galaxie Spiegelweiser, Artefakt Achillesschild, Nummer 48 Schattenlicht, Lich, Silvanischer Engelsspross. Artefakt Aegis, Geistertrick Kriegswolf, Heliosphärendrache, ZW Sleipnir Rüstung, Geistertrick Süßer Boss, Auftauchen zweier Drachen, Schrottfabrik, Nein Pinguin, Nummer 42 Galaxie Tomahawk. Und die Band spielt einfach weiter. ZS, Weiser des Verschwindens, Artefakt Bigaltag, Galaxietyranno und Eskalation der Monarchen. Ich finde das schön, den neuen Monarchen-Support. Also die Karte interessiert mich persönlich, auch wenn sie momentan noch nicht so viel wert ist. Unermüdlicher Boxer, Riesenverband, 100
Füßiger Schrecken, Artefakt Achillesschild, Geistertrick Puppe. Galaxiedrache, Geistertrickparade, Shogi-Ritter, Nummer 43 Manipulator der Seelen, Nummer C43 Obermanipulator des Chaos, okay. Starhai, Trübe Flamme Hydra, Gimmick-Marionette Destroy, Silvanischer Engelsspross. Gleich sind wir auch mit der rechten Seite durch. Dann könnten eigentlich noch ein paar Holos kommen. Helios Sphärendrache, Diamantenkampf von Quarky Mairu, ZW Sleipnir Rüstung, Nummer C103, Ragnar und Ragnar Endlichkeit, okay. Nummer 48, Schattenlich, Bolzenpinguin, Buge Intervention, Schrottfabrik. Geistertrick Kriegswolf, Geistertrick Parade, Nummer 43, Manipulator Seelen, Antike Antriebskiste, Nummer 80, Rhapsodie in Berserkern, diese ganzen komischen Namen. Und als Super Rare, Vampirverführerin. Die ist auf jeden Fall ganz interessant, vielleicht hilft das den Vampires, ich kenne mich mit denen nicht so genau aus, mal gucken. Artefakt Failnaut, Nummer 42, Galaxie Tomahawk und Schattenhorror Geist. So, letztes Pack von der rechten Seite. Silvanischer Lotusschiffer, Evo Singularität, Blizzard Donnervogel, Galaxiedrache, Gladiator Ungeheuer Augustus, Bujin Störung, Umkehrbrecher, Jackpot 7, das ist ein Shortprint, glaube ich, 100-füßiger Schrecken. So, und jetzt die linke Seite. Bis jetzt 4 Holos, das ist in Ordnung, aber ich wünsche mir mehr. Artifact Labrys, Phantomkönig Hydride, Antike Antriebskiste, ZS Weiser des Verschwindens, Meerjungfrauenhai, Bolzenpinguin, Buge Intervention, Entfesselte Artefakte, Geistertrick Puppe. Artefakt Aegis, Diamantenkern von Quarky Mairu, letzter Konter und die Band spielt einfach weiter. Fanda, schöne Prinzessin, Rangsteigerungszauber der Siebente. Das finde ich sehr schön. Die Karte kann man in recht vielen Decks spielen und ja, in meinen Constellars bin ich mir noch nicht sicher, aber ich habe da noch ein paar andere Decks in Planung, wo ich die auf jeden Fall drin spielen kann. Artefakt Failnaut, Silvanische Wasserrutsche, Artefakt Achillesschild. Geistertrick Kriegswolf, Sternenstaubon, das ist auch ein Shortprint. Shogi-Ritter, Blizzard-Donnervogel, Feinstellerin Dione, Artefakt Heiligtum. Auch eine der besseren Ultras, auch wenn alle toll sind. Das finde ich sehr schön. Nine-Pinguin, Galaxy-Spiegelweiser, Trübe Flamme Hydra. Antike Antriebskiste, Galaktische Wohltäterin, Phantom König Hydride, ZS Weiser des Verschwindens, Artefakt Hermesstab, Schrottfabrik, Nummer 48 Schattenlich, Entfesselte Artefakte und Bujin-Störung. Vielleicht ziehen wir sogar 2 Secrets. Das wäre ja noch schöner. Geistertrick Nacht, letzter Konter, Silvanischer Lotusschiffer und die Band spielt einfach weiter. Mecha Phantom Ungeheuer Olövon. Okay. Silvanische Wasserrutsche, 100-füßige Schrecken, Schattenhorrorgeist und Stahlhai. Nummer 43 Manipulator der Seelen, Diamantenkern von Quarky Mairu, Artefakt Bigaltag, Thron von Don 1000, Avalon, eine der Flop-Karten, schwer zu aktivieren und nicht so wirklich toller Support. Nummer 48 Schattenlich, Nummer 42 Galaxie Tomahawk, Unermüdlicher Boxer Riesenverband und Auftauchen 2 Drachen. So, nach diesem Pack haben wir noch 4 Packs, glaube ich. Evo Singularität, Blizzard Donnervogel, ZW Sleipnir Rüstung, ich glaube, ich habe da eine Ulti. Unermüdlicher Boxer Schutzschild, Rosenbogenschützen und ja, Nummer C102, Erzunterwettler Seraph. Ist keine schlechte Karte, aber es gibt bessere Ultis. Aber ja, besser als keine. Silvanischer Engelsspross, Buge-Intervention und Buge-Störung. Helios Sphärendrache, Silvanischer Lotusschiffer, Antike Antriebskiste, Artefakt Aegis, Morgenrötenritter, Schattenhorrorgeist, Entfesselte Artefakte, Bolzenpinguin und Trübe Flamme Hydra.
Artefakt Labrys, Geistertrickparade, Geistertricknacht, Phantomungeheuer Hydride, Phantomkönig Hydride, Thunderschöne Prinzessin, Geistertrickpuppe, unermüdlicher Boxer Riesenverband, Nummer 48 Schattenlich und Artefakt Fellnauer. So, vorletztes Pack. Vielleicht noch eine Holo. Wäre schön. Nummer 43 Manipulator der Seelen, Helios Sphärendrache, unermüdlicher Boxer Schutzschild, Shogi Ritter, Nummer 43 Chaos Manipulator des Chaos. Und ich glaube, da kommt was. Edler Ritter Ichtar. Der ist eigentlich ganz in Ordnung, finde ich. Ich spiele das Deck ja nicht, aber ja, mal gucken. Silvanische Wasserrutsche, Starhai, Abtauchen, zwei Drachen. Oh. Nicht auftauchen. So, letztes Pack. Geistertrick Parade, Artefakt Labrys, Lizard Donnervogel und die Band spielt einfach weiter. Galaxie Tyranno, keine Holo, Artefakt Achilles Schild, Umkehrbrecher, Gimmick Marionette und Budge Intervention. So, dann sehen wir uns gleich beim Recap. So, bei den interessanten Commons haben wir die Schrottfabrik, viermal. Dann den Diamantenkern von Quarky Mairu, auch viermal. Und die Evo Singularität, ebenfalls viermal. Bei den Rares haben wir Nummer C103, Ragnar Endlichkeit, Mecha Phantomungeheuer O-Löwon, Rosenbogenschützen, Exis Universum, Nummer 80, Rhapsody, im Berserkern, Meerjungfrauenhai, Artefakt Hermesstab, Gladiatorengeheuer Augustus zweimal, Geistertrick Süßer Boss auch zweimal, Morgenröte Ritter zweimal, Galaxie Tyranno auch zweimal, Thron von Donntausend, Fallenstellerin Dione, Nummer C43 Obermanipulator des Chaos, Wunderschöne Prinzessin dreimal. So, und bei den Holos haben wir als Super Rare Avalon, dann Edler Ritter Ichtar, Vampirverführerin, Eskalation der Monarchen, Artefakt Moraltech. Dann bei den Ultras Bujingi Sinew und Artefakt Heiligtum. Als Ulti Nummer C102 Erzunterweltler Seraph und als Secret Rangsteigerungszauber der siebte. Ja, das war's mit dem Opening vom Display. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi.